und herzlich willkommen. Heute geht es um Alternativen zu Amalgam. Die gute Nachricht vorweg, ja, es gibt Alternativen zu Amalgam. Und auch schön, dass wir uns an diesem Punkt schon einig sind, nämlich in der Tatsache, dass Amalgam definitiv raus muss aus dem Mund, wenn es darum geht, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Doch welche Alternativen haben wir nun? Das Amalgam ist draußen. Wir wissen ja, Amalgam, wenn man entfernt, wirklich nur von einem Spezialisten, der wirklich maximale Schutzmaßnahmen zum Schutz des Patienten anlegt. Das muss unter Hochsicherheitsmaßnahmen stattfinden. So, nun ist das Amalgam entfernt, aber was kommt nun in den Zahn? Der Zahn muss ja auch wieder versorgt werden. Nun, die beste Möglichkeit, die es gibt, Zähne heute langfristig stabil, schön und gesund zu versorgen, das ist eindeutig Keramik. Denn Keramik ist, wie ich schon gesagt habe, nicht nur schön und nicht nur haltbar und sehr, sehr stabil, sondern, und das ist für mich der Hauptgrund, auch biologisch inert. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Körper reagiert nicht auf Keramik, und das ist ein gutes Zeichen, denn viele Werkstoffe haben das Problem, dass der Körper mit irgendeiner Reaktion darauf antwortet, wenn man den Stoff einbringt in den Körper oder in den Zahn. Diese Reaktion kann eine Unverträglichkeit sein, diese Reaktion könnte eine Allergie sein, und beides gibt es bei Keramik nicht. Das heißt, die beste Versorgung eines Zahnes, wenn Amalgam entfernt worden ist, ist sofort direkt im Anschluss daran eine Versorgung, eine kleine Füllung, ein kleines Inlay aus Keramik zu machen. Nun, wir machen das bei uns in der Praxis über die sogenannte Zerec 3D-Technologie. Das ist eine super moderne, toll funktionierende, super passgenaue Methode, in der der Zahn gescannt wird. Wir brauchen also keinen Abdruck, sondern wir scannen, wir fotografieren quasi den Zahn in allen Ebenen. Und eine 3D-Fräse schleift dann ein passgenaues Teil, also ein Inlay, eine Teilkrone, eine Füllung, was auch immer, aus einem vorgefertigten Keramikblock aus. Ich habe mal hier einen Keramikblock mitgebracht. So sieht das aus. Und eine 3D-Fräse fräst aus diesem Block passgenau das Teil, was sofort unmittelbar im Anschluss an die Entfernung des Amalgams sicher und stabil in den Zahn eingebracht wird. So, damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben in einer Sitzung das Amalgam entfernt unter maximalen Schutzmaßnahmen und wir haben sofort in der gleichen Sitzung, ohne dass der Patient nochmal wiederkommen muss, ohne die Praxis nochmal aufzusuchen, ohne nochmals eine Anästhesie zu bekommen, wir haben sofort in einer Sitzung ein gesundes, schönes, langhaltendes und extrem passgenaues Teil aus Keramik angefertigt, was wir unmittelbar in der gleichen Sitzung sofort einsetzen können. So, dieser Zahn braucht keine weitere Behandlung mehr. Was soll da schiefgehen? Nichts. Es ist die beste, stabilste, langhaltendste Lösung, die Ihnen Sicherheit gibt und von der Verträglichkeit her optimal und unschlagbar ist.